Impulse-Referat von Frau Prof. Dr. Isabel Hähner hören. Sie ist von der Uni Zürich und Bratsche Wiederkehr Buob. Hat ihre Doktorarbeit, ihre Dissertation zum Thema Öffentlichkeitsgesetz geschrieben und befasst sich auch heute als Anwältin tagtäglich sozusagen mit dem Öffentlichkeitsgesetz. Gelegentlich. Auf jeden Fall kennt sie es in- und auswendig und wird uns jetzt einige Gedanken, grundsätzliche einführende Gedanken mitteilen und anschließend werden wir das Podium hören. Von dem her wünsche ich Ihnen jetzt noch eine gute letzte Stunde und danach, wie gesagt, ein schönes, kühles Apéro und das wäre dann die Belohnung. Also, vielen Dank, Frau Hähner, dass Sie da sind. Ich hoffe, es klappt alles und sonst bin ich da. Gut. Dann begrüße ich Sie ganz herzlich, verehrte Damen und Herren, zu diesem Input-Referat. Ich werde über Open Data, OGD, ein Thema für den Gesetzgeber sprechen und ich schicke voraus, dass ich mich also nicht über MyData äußern werde, sondern ausschließlich über das Open Government Data, also vor allem gehe ich davon aus, dass nicht personenbezogene Daten betroffen sind. Da werden wir beim Podium ja noch darauf zu sprechen kommen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied aus rechtlicher Sicht. Gut, man kann sich jetzt wirklich die Frage stellen, soll sich jetzt der Gesetzgeber auch noch damit befassen? Man hat vielleicht nicht so ein gutes Gefühl, wenn man den Gesetzgeber einschalten muss, denn ein Gesetzgebungsverfahren bedeutet stets ein großer Aufwand, das muss durch das Parlament und in einem referendumspflichtigen Erlass wird es dann publiziert und allenfalls sogar das Referendum ergriffen, also das ist sehr aufwendig. Dann aber beklagen wir auch die Gesetzesflut, meiner Meinung nach zu Recht. Die systematische Gesetzessammlung ist angewachsen mittlerweile auf 66.000 Seiten und man kann sich die Frage stellen, soll man das jetzt auch noch mit einem neuen Gesetz weiter abfüllen? Nun, um die Frage zu beantworten, ob es da ein neues Bundesgesetz braucht, denke ich, muss man zwei Ausgangsfragen stellen. Zum einen haben wir unsere Bundesverfassung und die macht Vorgaben, was in ein Gesetz geschrieben werden muss. Die Vorgabe der Bundesverfassung ist, dass wichtige Materien in die Gesetze gehören, das weniger wichtige kann auf Verordnungsstufe geregelt werden und ist Sache des Bundesrates, der Exekutive und nicht der Legislative. Die Legislative soll sich also mit dem Wichtigen befassen. Das ist die eine Ausgangslage. Und um die Frage zu beantworten, ob es jetzt bei OGD um etwas Wichtiges geht oder nicht, muss man als zweites die Frage stellen, was sind denn die möglichen Eckwerte einer OGD-Regelung? Nun, so wie ich jetzt das OGD verstehe, geht es vor allem einmal darum, dass innerhalb von der Verwaltung organisatorische Maßnahmen getroffen werden, dass möglichst ein einheitliches OGD-Portal geschaffen werden kann und rechtlich bedeutet es, dass die Zuständigkeit dann eben auch zentralisiert wird. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Nutzungsfreiheit der Daten im Rahmen des Urheberrechts. Wir haben eine urheberrechtliche Regelung, die an sich keine größeren Probleme darstellen wird in Bezug auf die Nutzung der OGD-Daten, denn Daten an sich sind im Regelfall eben schon gar keine geschützten, urheberrechtlich geschützten Werke. Und auf der anderen Seite, sollten es Werke sein, sieht das Urheberrechtsgesetz einige Ausnahmen vor für die öffentliche Verwaltung, wo wiederum viele dieser publizierten Daten darunter fallen. Weiter ein mit der Nutzungsfreiheit zusammenhängendes Thema ist die Gebührenfreiheit, die ebenfalls natürlich die Zugänglichkeit massiv erleichtert. Je höher die Gebühren sind, desto schwieriger wird der Zugang für die Nutzerinnen und Nutzer. Man kann hier also fiskalisch sehr gut steuern. Das soll nicht passieren, die Gebührenfreiheit muss vorgesehen bleiben. Ein weiterer wichtiger Punkt und das ist ein ganz zentraler Punkt,
ist die Frage, ob man gleichzeitig ein gerichtlich durchsetzbares Recht auf Open Government Data schaffen will. Das wäre eine Erweiterung des Öffentlichkeitsprinzips und würde bedeuten, dass die Nutzerinnen und Nutzer gerichtlich durchsetzen könnten, dass die Verwaltung auf dem OGD-Portal die OGD-Daten publiziert. Und darauf möchte ich jetzt als nächstes eingehen. Es stellt sich die Frage, ob man vom passiven zum aktiven Öffentlichkeitsprinzip gelangen will. Nun, wenn man die Fakten anschaut, dann fällt eigentlich auf, dass doch schon einige Gemeinwesen OGD-Portale führen. Der Bund, mein Kanton, der Kanton Zürich, haben beide Pilotversuche gestartet und OGD-Webseiten publiziert. Auch die Stadt Zürich hat das definitiv eingeführt. Und die Stadt Zürich hat sich hier eigentlich in legislatorischer Hinsicht nicht sehr große Gedanken gemacht, sondern sie stützt sich einfach auf eine Bestimmung ab im Informations- und Datenschutzgesetz, die besagt, dass die Behörde über ihre Tätigkeit von allgemeinem Interesse informieren soll. Das ist alles und gestützt darauf hat sie dann das OGT-Portal eingerichtet. Wir kennen eine gleiche Bestimmung bereits in unserer Bundesverfassung, die dem Bundesrat die Pflicht auferlegt, umfassend und rechtzeitig über seine Tätigkeit zu informieren. Das ist also die Pflicht des Bundesrates und im Regierungs- und Organisationsverwaltungsgesetz wird dann das weiter spezifiziert. Jetzt Kennzeichen dieser Regelung ist aber, dass eben gerade kein individueller Rechtsanspruch auf diese aktive Informationstätigkeit besteht. Das heißt, wenn die Verwaltung nicht aktiv informiert, können sie nicht vor das Gericht gelangen und verlangen, dass sie aktiv informiert. Das ist, wie gesagt, das Grundkonzept der aktiven Information. Das Öffentlichkeitsprinzip hingegen beruht auf der passiven Information. Es garantiert dafür dem Einzelnen einen Anspruch darauf, dass er Zugang erhält zu den Akten, wenn er ein entsprechendes Gesuch stellt. Die Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Information nimmt also den Blickwinkel der Behörden auf. Bei der aktiven Information bestimmt die Behörde selber, über was zu informieren ist. Bei der passiven Information sind es die Bürgerinnen und Bürger, die Einzelnen, die eben bestimmen, worüber sie die Information erhalten möchten. Und das Öffentlichkeitsgesetz des Bundes, das BGÖ, sieht eben dieses passive Öffentlichkeitsprinzip vor, enthält aber eben diesen Rechtsanspruch, der gerichtlich durchsetzbar ist. Wenn die Behörde den Zugang nicht gewähren will, muss sie eine anfechtbare Verfügung erlassen und sie können dann an das Gericht gelangen, nachdem sie das Schlichtungsverfahren beim EDÖP durchgeführt haben. Die Krux nun aber am Ganzen ist, dass ja eigentlich dieses passive Öffentlichkeitsprinzip ja auch nicht so ganz unbedingt funktioniert, wenn die Verwaltung gar nichts macht. Denn die Einzelnen, die müssen ja eigentlich wissen, welche Information bei der Verwaltung überhaupt vorhanden ist. Also so ganz ohne Aktivitäten geht es nicht. Diese sogenannte Meta-Information, die muss ebenfalls bekannt gegeben werden und das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung sieht das auch vor, dass die Verwaltung verpflichtet ist, eben Informationen darüber abzugeben, welche Akten vorhanden sind. Und es gibt noch in der dazugehörigen Verordnung, in der Verordnung zum Öffentlichkeitsgesetz, eine Bestimmung, dass die Behörde sogar verpflichtet ist, wichtige amtliche Dokumente so schnell wie möglich auf das Internet zu stellen. Hier hätten wir also eine Bestimmung, aber auch diese Bestimmung wird nun eben so ausgelegt, dass kein Rechtsanspruch der Einzelnen geltend gemacht werden kann, dass die Behörde eine durchsetzbare Pflicht besteht, gegenüber der Behörde die Dokumente auf das Internet zu stellen. Das ist also ebenfalls nicht einklagbar.
Mit anderen Worten, das BGÖ enthält kein aktives Öffentlichkeitsprinzip, sondern eben nur das passive Öffentlichkeitsprinzip. Will man also das aktive Öffentlichkeitsprinzip einführen und ein einklagbares Recht vorsehen, so wäre dies in einer gesetzlichen Grundlage festzuhalten. Und es ist tatsächlich so, dass man davon ausgeht, dass Leistungsansprüche der Einzelnen derart wichtig sind, dass sie im Gesetz festgeschrieben werden müssen. Und so etwas besteht in Bezug auf die Veröffentlichungspflicht eben nicht. Ich denke, das ist eigentlich die grundlegende Frage, ob man einen solchen Rechtsanspruch einführen will. Und ob man das jetzt im BGÖ macht oder ein eigenes Gesetz schafft, das finde ich eigentlich aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer eher zweitrangig. Ich selber würde es bevorzugen, hier das Öffentlichkeitsgesetz zu ergänzen, auch rechtssystematisch, damit eigentlich von den Einzelnen ein einziges Gesetz konsultiert werden kann und dann wird es auch klarer. Und das Öffentlichkeitsgesetz hat auch den Vorteil, dass es eben ein sehr austariertes, klares Verfahren vorsieht mit dem vorgängigen Schlichtungsverfahren vor dem eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Ob jetzt Herr Thür neue Aufgaben sucht, das ist dann eine andere Frage. Wenn man diesen Rechtsanspruch nicht vorsehen möchte, also das ohne einklagbares Recht einführen möchte, dann könnte man auch sagen, wir führen das OGD gewissermaßen als Informationsprinzip oder als Organisationsprinzip ein. In diesem Fall stellt sich dann die Frage, wo man und wie man anknüpfen möchte, um das so organisatorisch einzuführen. Ich sehe hier eine Anknüpfung auch wieder an das BGÖ, das ist denkbar, vielleicht nicht so glücklich. Und die andere Anknüpfungsmöglichkeit wäre das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz im Bund. Ich rede jetzt nur von der Bundesebene. Knüpft man an das BGÖ an, würde es meiner Meinung nach genügen, wenn man allein die Verordnung, also wenn der Bundesrat die Verordnung zum Öffentlichkeitsgesetz anpassen würde und dort vorsehen würde, welche Daten OGD tauglich sind und dass diese eben auf dem OGD-Portal zur Verfügung zu stellen sind. Man müsste wahrscheinlich auch noch die Verordnungen über die Organisation der Bundesämter ändern, um diese Zentralisierung einzuführen. Dann wäre nach dem BGÖ auch die Gebührenfreiheit gegeben, denn das, was öffentlich zugänglich ist, ist nicht mehr gebührenpflichtig. Die Gebührenregelung im BGÖ, VBGÖ ist so aufgebaut. Das Urheberrecht ist auch geregelt, dass die VBGÖ verweist einfach auf das Urheberrechtsgesetz, dass dieses zu beachten ist. Von daher gesehen wäre das eigentlich relativ niederschwellig einführbar. Aber im Bundesrecht gibt es zahlreiche Spezialgesetze, die den Zugang zu Informationen beschränken. Und es handelt sich genau um diese Gesetze, die an sich die OGD-relevanten Daten regeln. So, das Meteogesetz beispielsweise und das Geoinformationsgesetz, diese beiden Gesetze sehen die Gebührenpflicht vor, das entspricht nicht der OGD-Idee, das soll gebührenfrei sein. Im Statistikgesetz werden die Hintergrunddaten einer Statistik nur dann publiziert, wenn sie wichtig sind, auch das widerspricht an sich dem OGD, der OGD-Idee. Und dann enthält auch die Geoinformationsverordnung, also für die Geodaten und auch das Archivgesetz, eine spezifische Bewilligungspflicht, wenn diese Daten kommerziell genutzt werden sollen. Auch das wäre natürlich aufzuheben, weil die Idee von OGD ist, dass das ja frei nutzbar ist und auch neue Geschäftsideen entstehen können. Also unabdingbar ist es, diese Spezialgesetze zu ändern. Der Gesetzgeber muss also auch bei diesem Konzept, in diesem Umfang
der Spezialgesetze bemüht werden. Wie sieht es aus, wenn man an, die Regierungs-, an das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz anknüpft? Ich würde meinen, wenn man OGD nur als Informationsprinzip einführt und keinen individuellen Rechtsanspruch einführen möchte, dann würde eigentlich diese geltende Regelung genügen. Es steht hier zwar, dass das Departement Vorkehrungen treffen muss, dass über die Tätigkeit des Departements informiert wird. Dieser Begriff trifft vielleicht nicht gerade genau auf das OGD-Prinzip. Auf der anderen Seite stützt sich genau die Stadt Zürich auf eine solche Bestimmung ab. Und ich würde meinen, mit einer weiten Auslegung lässt sich das halten, aber nur dann eben, wenn kein Rechtsanspruch eingeräumt wird. Wenn ich das durchsehe, diese Regelung des RVOG, dann würde ich auch meinen, dass es reichen würde, wenn der Bundesrat seine Kommunikationspolitik anpasst. Die Gebührenfreiheit wäre ohnehin gegeben. Das Urheberrecht ist ebenfalls geregelt, aber und man müsste vielleicht auch die Verordnungen eben ergänzen über die Organisation der Bundesämter, aber auch hier wird es so sein, dass die Spezialgesetze angepasst werden müssten. Was ist das Fazit, also aktives Öffentlichkeitsprinzip? Wenn man das in dieser Weise einführen will, braucht es eine gesetzliche Grundlage im BGÖ oder je nachdem in einem eigenen Gesetz. Wenn man das nur als Informationsprinzip einführen möchte, braucht es auf Bundesebene meiner Meinung nach einzig einen Mantelerlass, wo eben diese Spezialgesetze geändert werden. Der Vorteil eines solchen Mantelerlasses wäre, dass dann in all diesen Spezialgesetzen das einheitlich geregelt werden könnte. Der Bund hat Erfahrungen mit diesen Mantelerlassen. Stellt sich die Frage, was will man? Will man ein aktives Öffentlichkeitsprinzip einführen oder einfach ein Organisationsprinzip, ein OGD-Organisationsprinzip? Ich erlaube mir hier eine politische Einschätzung abzugeben. Die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips im Bund hat 24 Jahre gedauert. Die erste Idee kam 1982 mit der Mediengesamtkonzeption. Das Gesetz ist 2006 in Kraft gesetzt worden. Das ist eine sehr lange Dauer. Ein Grund, und ich finde ein sehr wichtiger Grund, liegt darin, dass ein großer Widerstand bestanden hat in der Verwaltung gegen die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips mit diesem einklagbaren Recht. Und vor diesem Hintergrund stelle ich mir die Frage, ob man wirklich das aktive Öffentlichkeitsprinzip anpeilen möchte oder ob man nicht sich mit einem Organisationsprinzip begnügen möchte und so hätte man eben besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Danke.